Hallo, willkommen zurück zum Let's Play U-Boot. Wir haben gerade kurz nach 7 und befinden uns ja, in flacher Tiefe, würde ich sagen. Letzte Folge war es so, dass wir ein schönes Duell gekriegt haben, beziehungsweise für uns entscheiden konnten. Der Zerstörer, der sich da anschickte, uns ein wenig auf die Bretter zu schicken, das war dann, ja, für ihn war das etwas ungünstig gelaufen. Für uns war das umso günstiger gelaufen. War mit Sicherheit auch eine ganze Menge Glück dabei, dass er sich genau in dem Moment von uns ein Torpedo angefangen hat. Ja, wir sind jetzt auf eben jener Grenzlinie entfernt. DT-9676 zu DT-9675. Genau auf dieser Grenzlinie sind wir in Nordkurs unterwegs. Das Wrack des Zerstörers, das haben wir hier. So, der liegt hier abgeschaltet rum. Das können wir demnächst noch versenken, wie wir wollen. Hier sind jetzt noch irgendwelche Schraubengeräusche am Rum existieren, die man sich irgendwie so angucken kann. Diese Schraubengeräusche vorne, das ist im Wesentlichen, würde ich mal sagen, unsere Zielgruppe. Die sind jetzt quer ab, beziehungsweise ein paar Striche voraus als quer ab. Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt genau höre. Es schleicht sich so, aber also wenn ich jetzt nach Norden drehe, nach vorne drehe, schleicht es sich ab 50 Grad circa aus. Ah, die sind so, keine Ahnung, die werden so 55, 60, 70 Grad so die Richtung. Werden die irgendwie so sein? Ich möchte also, da wir ja nun jetzt Tag kriegen, leider, ist es ein kleines bisschen das Problem, dass wir uns denen annähern, während es Tag ist, weil ich gehe davon aus, dass noch zahlreiche Eskortschiffe diese Gruppe sichern. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein Liberty-Frachter dabei ist und zwei C3, die mit starker Artillerie bewaffnet sind. Heißt, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Was ich jetzt versuchen wollen würde, was jetzt so das Projekt wäre, so ein bisschen für diese Folge, dass wir sie einfangen dazu erstmal hoch, schwupp, und mal rund schauen, wie weit die nun überhaupt noch anwesend sind, beziehungsweise wie weit die uns vorausgefahren sind. Wir haben ja einen Kurs von 20, 25 Grad Südrichtung, das heißt, ich gehe davon aus, dass die uns gleich nicht mehr auf die Nerven gehen werden. Und dass die uns gleich, warte mal, einmal richtig Zero-Tiefe jetzt, so immer zuerst einmal durchpendeln und dann auf Zero-Tiefe hoch. Dass das Boot auf eben Kiel liegt und nicht so fies den Turm aus dem Wasser strecken. Ich schätze, dass wir jetzt hier irgendwo, ich weiß nicht, ob ich da irgendwas sehe, da drüben sehe ich noch was. Da ist tatsächlich noch jemand. Auf 90 Grad direkt. Den haben wir jetzt überhaupt nicht gehört. Ich habe nur irgendwas von dir auf 60 Grad in die Richtung gehört. Ist also auf jeden Fall noch irgendjemand in der Nähe hier. Jetzt vielleicht nicht so unbedingt in der Nähe sein soll. Auf 90 Grad, aber in relativer Nähe sogar. Das ist ja gerade ein bisschen merkwürdig. Wo kommt denn das Ding jetzt her? Das ist mit Sicherheit eines der Verfolgerschiffe, die uns in der letzten Folge so auf die Nerven gegangen sind. Und der befindet sich jetzt immer noch in relativer Reichweite zu uns. Heißt momentan, können wir dann theoretisch nicht sehr viel gegen den machen. Wir werden aber gerade mal Beobachtungsperiskop einfahren und schauen, ob ich durch Zufall eine Mastspitze von ihm übers Angriffsperiskop sehe. Nur mal so, um zu gucken, ob es eventuell doch irgendwie was anderes ist. So genau weiß ich das gerade tatsächlich nicht. So, wo ist er jetzt? Sehen wir da hinten irgendwas? Nee, da sehe ich gar nichts. Aber alleine die Tatsache, dass wir da Schornsteinrauch sehen, ist eigentlich schon Grund genug, dass man jetzt erstmal nicht auftaucht, sondern erstmal unten bleibt. Weil ich gehe ja davon aus, dass wir dann sonst schnell von irgendeinem Radar eingepeilt werden. Heißt, Batteriekapazität 94%. Wir erhöhen einmal die Fahrstufe, dass wir nicht so stark ins Hintertreffen geraten, aber wir werden wohl noch ein bisschen an Distanz verlieren, würde ich mal schätzen.
Weil um richtig aufzuholen, müssen wir einfach auftauchen und die Dieselmaschine zuschalten. Da hilft nichts. Also, ne. Deswegen werden wir jetzt leider etwas abgeschlagen sein. Aber wir haben 150 Milliarden Funknachrichten vom letzten Mal, die wir abholen können. Was haben wir denn? Verbena. Dann Fearless. Verschlüsselt, 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 verschlüsselt. Das ist schön. Kann ich genau nichts mit anfangen. SSA Cassiat. Exmouth torpediert. Genau. Genau, das war die eine um wann, wo? Um 5:59 Uhr. Letzte Folge war das circa, wo wir die torpediert haben. Sehr schön. Und die Exmouth, irgendwelche. Oh, die Chiffrierungen. Die man sowieso nicht entschlüsseln kann. So, einmal ganz kurz nachschauen. Was für Torpedos haben wir drin? Zwei T1-Satz, zwei T3 haben wir vorne drin. Und hinten. Schau direkt nochmal nach, was hinten so abgeht. Obwohl das von letzter Folge her ja eigentlich klar ist, aber ich hatte eine Aufnahmepause zwischendrin und deswegen ist es immer ganz gut, sich einmal nochmal kurz zu informieren, was so im Boot abgeht. Ich habe einen T3 hinten und einen T5 zum Nachladen. Das heißt, wir können mit einem T5er quasi unseren gesamten Rückzug absichern, sobald wir uns denn dann bald in Richtung Heimathafen zurückziehen. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir uns in Richtung Heimathafen zurückziehen. Weil wir ja noch lange nicht fertig sind in diesen Gewässern. So, die Kombüse ist noch vollgetankt. Ansonsten das Lager. Boah. Geht so. Also, unglaublich leer gefressen ist das gar nicht mehr. Ich überlege, ob wir einen so einen Stapel da mal rausnehmen, um ein bisschen was an Futter zu sparen. Ich glaube, das war gar nicht mal so eine schlechte Idee. Ihr verbraucht mir sonst ein kleines bisschen zu viel Futter, meine Freunde. So, und ich weiß nicht, ob wir von den Frachtern, die ich jetzt eigentlich noch hoffe, dass wir uns die fangen, weiß ich nicht, ob wir von denen irgendwie Lebensmittel plündern können oder dergleichen. Was natürlich die gesamte Fahrt noch um einiges verlängern würde. Ja, so. Die Sonne geht höher, 7:11 Uhr haben wir. Es ist eigentlich dann schon eigentlich ganz gutes Wetter, ne? Schauen wir uns mal an, was jetzt die Offiziere sagen. Opa Hans, der ist relativ gut noch dabei, aber der kann trotzdem mal eine Pause machen. Wir schicken auch den Michael Knotsch, den schicken wir auch mal schlafen, sodass die Offiziere, die jetzt schlafen können, dies auch tun. Captain ebenso. Wir haben jetzt vier Offiziere, die schlafen und zwei, die die Stellung halten, sowohl am Kartentisch als auch bei den E-Maschinen. Und so geht es dann ab. Und ich glaube, ich möchte bis auf die Mitte von DT 9673 und dann in 45 Grad querfahren. So. Mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück wird das ausreichen. So. Ein bisschen Glück wird das ausreichen. Heißt, wir fahren jetzt mal noch eine Viertelstunde einfach nur so geradeaus. Hauptsache, dass schwupp so bis hierhin. Nämlich Hauptsache, dass das andere Schiff, was gerade noch am 90 Grad quer ab war, dass das uns nicht so großartig anpeilen kann. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt endlich weit genug weg sind, um nun über Schnorchel zu fahren. Nee, Schnorchel ausfahren bitte. Und sobald es geht, die Dieselmaschine anreißen. So, und der Schnorchel, da oben hat man es gerade gesehen. Ah, da fährt er. Sehr schön. So, und sobald er jetzt gleich eingerastet ist, dann kann man einmal spülen. Genau, und dann machen wir uns mal auf, um die ein wenig einzuholen, ne? Da ganz, ganz hinten, das seht ihr wahrscheinlich nicht, dafür wird die Aufnahme von YouTube irgendwie so komisch runtergerechnet immer. Aber ich sehe das gerade auf meinem Bildschirm hier ganz, ganz hinten, sieht man noch ganz, ganz klein die Rauchfahne von dem Verfolgerschiff oder was auch immer das ist. Gut, dann geht es nun mal ab. So. Bim, bim, bis zur Spitzkehre. Wir sind hier entlang und dann so quer bis zu diesem Punkt. So.
Bis dahin, schätze ich mal, sind wir dann auch wieder in Sichtweite des Geleitzuges. Kraftstoff 75%. Ja, läuft noch. Aber es mutet so an, als wenn wir möglicherweise auf dieser Fahrt etwas mehr Kraftstoff benötigen, als wir sonst verbrauchen. Ich versuche sonst ja eher treibstoffsparend zu fahren. Die Maschinen auch redundant nutzen, dass die E-Maschine ein bisschen mitwirken kann und all sowas. Aber gerade können wir uns das nicht leisten, weil diese Geleitzüge, die wir hier abfangen, tatsächlich relativ flott unterwegs sind. Die fahren alle so 15 km/h, das ist schon ziemlich ordentlich. Normalerweise ist es immer irgendwie nur 13 oder so. Aber mit 15 km/h, da muss man wirklich richtig Kette geben, um die dann überhaupt noch einzuholen. Besonders wenn man von zwei, drei Schiffen natürlich dann abgeschlagen bzw. abgedrängt wurde. So, von den Begleitschiffen abgedrängt wurde. Das ist die Hauptaufgabe von diesen Eskortschiffen, einfach zu verhindern, dass du überhaupt nah dran kommst. Und das führen die eigentlich auch ganz gut aus. Wenn man das mal so überlegt. Weil gegen die richtig gefährlichen, sagen wir mal, gegen die richtig gefährlichen Bewacherschiffe machst du auch nichts. Gegen die richtig gefährlichen Bewacherschiffe machst du auch nichts. Da haben wir zwar unsere letzte Folge schön mit Zerstörern gekloppt, aber so großartig gebracht hat uns das nichts. Außer natürlich, dass wir einen schönen Knall gesehen haben und dass man sich riesengroß gefreut hat, aber großartig gebracht hat, sind das nichts. Das heißt, das ist dann unser Kontakt, auf den wir jetzt tatsächlich in 45 Grad zufahren. Auf den müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Sonst voraus ist irgendwie gar nichts. Auf Backbord ist sowieso überhaupt nichts. Okay. Das heißt, wir fahren tatsächlich gerade mal verhältnismäßig unberührt auf die zu. Ich fahre jetzt mal weiter bis 7:45. So. Schauen jetzt um 7:45 schon irgendwo, was zu sehen ist. Das sind zwei Rauchfahnen auf 23 Grad. Genau, das ist diese eine Korvette, die sich da auf 45 Grad befindet. Dem Ding würde ich ja gerne eins auswischen, ne? Dem Ding würde ich ja so gerne eins auswischen. Ohne Witz, ey. Mal ohne Witz. Aber da vorne scheint schon hier die Musik zu spielen. Auf 22, 23 Grad am Steuerbord. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir diesen Kurs noch ein wenig weiter halten. Ich glaube, dann drehe ich dann gleich an auf, also 25 Grad dann andrehen, auf global 25 Grad andrehen, dass wir so ein bisschen auf Parallelkurs sind. Und dann kriegen wir die auch ganz schnell. Okay. Sind noch ein bisschen voraus. So, genau. In Viertelstundenabschnitt. Oh, der will aber schon knusprig nah dran, ne? Warte mal, wenn du ne. Warte mal, da wir gerade sowieso nah dran sind. Korvette, Typ Altsklasse. Bis circa 7,7 Kilometer entfernt. km/h, die fährt auch relativ zügig. Die fährt auch relativ zügig. Frage ist, kriegen wir die eventuell? Frage ist, kriegen wir die eventuell?
7,7 Kilometer. Die will auf jeden Fall zu ihren Frachtschiffen da vorne aufschließen, würde ich mal schätzen. Pass mal auf, das möchte ich glaube ich nicht. Ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu gefährlich, jetzt einfach so hier aufzuschließen, beziehungsweise die Korvette anzugreifen. Vielleicht müssen wir die gar nicht angreifen, vielleicht ist das alles nur komplett für den Arsch. Ich glaube, mal hier auf einen Kurs von global 25 Grad so circa zu gehen und dann lassen wir nämlich die Dieselmaschine einfach an. Und fahren an dem Ding vorbei, so es uns dann nicht hört. Und vor allem auch nicht sieht. Wenn wir jetzt auch so eine kleine Rauchfahne hier mit ein bisschen Pech, sehen die das einfach. Aber das werden wir dann sehen. So, theoretisch müsste es soweit sein, dass wir jetzt den Geleitzug auf 25 Grad überholen. Nur kurz von 25 Grad überholen, weil wir einigermaßen parallel dazu fahren. Eigentlich mal vernünftig das weiße Licht wieder anmachen. Sehr wohl, Herr Kaloy. So, wo haben wir die jetzt? Komm hoch bitte mit dem Glotzrüssel hier. Die blöde Korvette ist immer noch da und sie fährt tatsächlich uns zugewandt. Das gefällt mir gar nicht. Aber sie scheint auch uns nicht direkt zu sehen. Der geht mir auf den Sack. Der geht mir ein bisschen zu sehr auf den Sack. Wir drehen bei. Blödes Schleißfrittenteil. Gut, wechseln wir auf die E-Maschine. Dann den Schnorchel einfahren. Bitte auf. Blaulicht wieder umschalten. Dann ihr dürft Torpedos anheizen. Und zwar, was das Zeug hält. Der Rest von euch geht alle auf die entsprechenden Gefechtsstationen. So, Torpedos anheizen bitte. Dieses eine blöde Gerät will ich nämlich jetzt mal haben. Machen jetzt den Versuch, tatsächlich so ein blödes Tretboot zu treffen. So. Und weil du eine Eilsklasse bist, ...6,4 Kilometer, der Kurs ist, quer ist uns leicht zugeneigt, ein Kurs von 20 Grad und wir haben 25 Grad, okay, deswegen nähern wir uns auch an. Ich eingeleitet. Ja, das ist mir schon klar. Auf der komischer Flöten-August. Wir lassen ihn einmal durchlaufen. Ja, natürlich. Ja, klar. Er hat natürlich sofort die Zielaufschaltung vergessen. Ach, Mann! Das nervt, Das nervt auf große... Dass man auf große Distanz nicht messen kann. Das nervt wirklich. Freunde der Nacht, ich bete dafür, dass das in der Vollversion behoben ist später. Aber es wird ja tatsächlich einiges von den Entwicklern behoben. So, so ist es ja nicht. Die arbeiten ja tatsächlich daran, den ganzen Streifen hier zu verbessern. So. Deswegen, da bin ich verhältnismäßig zuversichtlich, dass es schon dazu kommen könnte. So, aber gut. Jetzt gerade.
Jetzt gerade können wir da gerade nichts dran machen. Du gehst bitte ans Tiefruder. Die restlichen Torpedos sind alle angeheizt. Wir haben kurz nach 9. Das heißt, spätestens um 10 nach 9 müssten wir die ersten Torpedos nachheizen. Wenn das jetzt irgendwie schief gehen sollte. Korvette in Reichweite. Jetzt hast du das endlich mal geschnallt, oder was? Mann, Mann, Mann. Jetzt hat er das endlich mal geschnallt, dass da eine Korvette in Reichweite ist. So, dann nimm mir mal bitte 5,9 Kilometer auf 52 Grad. 5,9 Kilometer auf 52 Grad mit ein bisschen, warte mal, so. Ein bisschen Glück kriegen wir das hin. Kilometer 52 Grad. So. Unsere E-Maschine kriegt das gerade ebenso hin. Während sie AK läuft. Die E-Maschine kriegt das gerade ebenso hin. So, 16 km/h fährt er. Mal schauen, wo wir jetzt landen gleich. Kommt von seiner Backbordseite auf ihn zu. Uhr jetzt. Jetzt müssen wir entweder Torpedos lancieren oder nachheizen. Eins von beiden müssen wir jetzt machen. Du zeigst mir bitte nochmal deine Distanz. Warte. 3,5 Kilometer auf 51 Grad. So. Damit hast du, was hast du hier für eine Kurslinie, aus den beiden Punkten mal eine Kurslinie herauszüchten. Und auf dieser Kurslinie dann mal einen Lot fällen. Dann hast du einen Kurs von 23 Grad. Vielleicht was weniger. Vielleicht was mehr. Mal 23 Grad. Sagen wir mal 23 Grad, denn er fährt tatsächlich so flink. Ja. 15 km/h. Ja, ob wir den treffen oder nicht. Boah. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Lassen den anderen mal. Nee, Torpedos nachheizen. Geh mal Rohr 3 vor zum Nachheizen. Und mal die Torpedos nachheizen lassen, sofern man sie nachheizen lassen kann. War ruhig noch mal ein wenig schneller dabei. Ist leider so, dass die Torpedos nach, keine Ahnung, 20 Minuten irgendwie... Wieso geht das denn da bei Rohr 2 nicht? Was ist da bei Rohr 2 los? Also da die Torpedos gehen leider nach 20 Minuten sind die wieder kalt oder so. Was ein wenig unrealistisch ist. Ich glaube, das Wartungsintervall in echt war irgendwie so 3-4 Stunden, so die Richtung. Irgendwie sowas. So, und da hätten wir dann unseren Kameraden
vielleicht geht das tatsächlich ab. Das wäre ja eine coole Sache. 2,1 Kilometer, 23 Grad funktioniert. Ja, Geschwindigkeit, daran hängt es jetzt. Km/h, 15 km/h, 16 km/h, es ist und bleibt ein absolutes Gamble-Spiel. Ein absolutes Gamble-Spiel, was jetzt, ob jetzt 15 km/h oder 16 km/h. Keiner weiß es genau. Und er fährt uns jetzt schon wieder davon gleich. Boah, es ist doch nicht wahr. Es ist doch nicht wahr. 4,5, also 4. Oder wollen wir ihm folgen und mit der 8,8er ihn von hinten angreifen? Wäre mal was Neues. Er fährt echt relativ schnell. Das ist eine kleine Nussschale, fährt er echt relativ schnell. 16 km/h. So ein Mist einfach. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal, vielleicht funktioniert es ja tatsächlich. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. Und er könnte tatsächlich treffen. Bin mir gerade nicht sicher, aber er sieht zumindest auf der Karte ganz gut aus. Und er kommt auch ganz gut, wenn er jetzt nicht... Jawoll. Ach, ist der Predpo denn nicht weg? Mein Gott, nee. Ja, hervorragend. Sie sinken. Oh ja, mein Gott. Ja, sehr erleichtert bin ich, dass das jetzt so funktioniert. Ich denke mal, die da vorne werden aber jetzt allerdings ein wenig auf Alarm sein. Bei bestem Wetter. Das heißt, was wir jetzt machen, den Schnorchel anreißen und flink hinterher, wäre, glaube ich, eine Idee, ne? Den Schnorchel anreißen und flink hinterher. Wenn wir den Alarm abbrechen lassen, die schlafen können, sollen das auch tun. Ja, bitte, noch einmal zwischenspeichern, nur damit es mich mir auf den Sack geht. Dankeschön. So. Aber du kannst das Zwischenspeichern leider nicht ausmachen, weil wenn aus Versehen mal irgendwas passiert, dann bist du froh, wenn du zwischengespeichert hast. Also der Autosave hat schon ein, zwei Mal meinen Spielstand gerettet. So. Schwupp. Ja, Funkübertragung abgebrochen. Da ist dieses eine Wrack. Nun, neue Funktelegramme. Funknachricht von Exmouth. Die Exmouth, die ist hier unten. Die will das immer noch gesehen haben. Über was für eine... Das sind 44 Kilometer. Wie will die das denn gesehen haben? Obwohl diese Rauchsäule davon, ja, boah, könnte sein, dass man das gut sieht. Ich finde, Eckwaffe, so war alles sowieso alles nur chiffriert, sodass man das überhaupt nicht verstehen kann. Ich wünschte mir, dass es eine Möglichkeit gibt, um diese Chiffrierungen irgendwie zu lesen oder so. Gut, dann reißen wir mal Dieselmaschine an. Schnorchel ist draußen. Dann kacheln wir den Leuten mal hinterher. So. Kapitän?
Mal sehen, wo der Rest von den Kollegen ist. Die müssen ja irgendwo hier sein. Hallo? Das dürfen sie nicht sein. Die sind Steuerboot voraus irgendwo. Wo denn? Da sind sie. Auf 30 Grad. Lass mich mal ansteigen auf Vorfluthöhe. Dann kommen wir denen hoffentlich hinterher. Das ist nämlich ein C3 und das ist noch ein C3. Das sind beide C3s, die da rumfahren. Und ansonsten sind keiner in der Nähe. Ansonsten keiner in der Nähe. Das ist ja merkwürdig, okay. Herr Kaloy. Wenn da sonst keiner in der Nähe ist, dann fahren wir jetzt einfach so auf Schnorchel, den Schnullis hinterher. Und dann werden wir das dann sehen, dass wir die gleich einholen. Genau. Ich mache einen kurzen Cut und fahre den hinterher. Einen Augenblick. Boah, Mann, war das eine Verfolgerei. Das gibt's gar nicht. Unsere beiden Zielschiffe haben zweimal noch beschleunigt. Ich habe gerade eine Geschwindigkeit von 22 km/h gemessen, die da hinten irgendwo rumfahren. Heißt, es wird auf jeden Fall spannend, die überhaupt irgendwie zu finden, weil die ja auch noch zu allem Überfluss extrem stark bewaffnet sind. Sie befinden sich jetzt quer ab von uns, etwa 20 Grad südlicher als quer ab von uns. Ich glaube, wir können jetzt angreifen, beziehungsweise das, die Eintorpedierung will ich diese Folge noch machen. Da werden wir dann sehen, ob man die zweite dann gleich auch noch machen oder nicht. 3,6 Kilometer und ich möchte, glaube ich, jetzt einmal... Ja, wir können einmal Alarm geben und dann mal schauen, dass wir die irgendwie kriegen. Die wirklich extrem schnell fahren gerade. Das ist nicht so toll. Das ist nicht so toll. Bleib einfach auf Seerohrtiefe. Ist vollkommen egal. Hauptsache, der Schnorchel geht jetzt nicht aus, dass die Dieselmaschine weiter anbleibt. Mir egal, ob die den Schnorchel gleich sehen oder nicht. Ja, genau das sollte nicht passieren. Jetzt unterschneidet schon wieder der Bug. Ja, komm, bring mich mal vernünftig auf Seerohrtiefe, pendel das Scheißboot durch. Das gibt's doch gar nicht. Boah, einmal einen Offizier nicht am Tiefenruder. Sofort gibt's Stress. Ohne Witz. Legen Sie den Kurs an. Instandhaltung, Instandhaltung. So, ihr seid in den Torpedos noch in Instandhaltung. Wenn ihr uns bemerken, werden wir es wissen. Das ist ganz so einfach, weil ihr dann anfangen auf uns zu schießen. Mal, glaube ich, nehme ich diese Höhe ab. 3,2 Kilometer auf 77 Grad. Wenn wir diesen Kurs jetzt halten, 3,2 Kilometer auf 77 Grad wäre der erste. 3,2 Kilometer auf 77 Grad wäre der erste. So. Maschine ballert ohne Ende. Weil die halt echt schnell fahren. Aber wir müssen ja versuchen, die irgendwie einzuholen.
es uns nicht gesehen. Elf Uhr 24. 11:27 Uhr. Wechseln auf E-Motor. So, wir schalten einmal kurz um und dann möchte ich nun noch eine Peilung nehmen von ihm. Ob er uns jetzt gesehen hat oder nicht, weiß ich gerade nicht. Könnte aber sein, dass er schon uns gleich sieht. Deswegen lieber Schnorchel einfahren. 2,1 Kilometer auf 88 Grad. 2,1 Kilometer auf 88 Grad. So, damit hätten wir zwei Peilungen, die ich für relativ genau halte. Nochmal hier wie gehabt, wie gerade eben auch. Einmal ein Lot drauf fällen. So, dass es ungefähr geht. Hier da oben die Linie schön lang ziehen, etwa parallel. Du hast einen Kurs von 17 Grad. Na also, ihr habt also euren Kurs ein wenig geändert. Ist ja herzallerliebst. Rohr 4, bewässern. Danke. Rohr 4 bitte. Die C3 ist 7,3 Meter tief. Also pack mir das mal auf. Keine Ahnung, 7 oder so. So. Mhm. Benjamin H. Latrobe. Latrobe. Latrine. Rohr 4 fertig. Ja, ja, ja. Rohr 4 kriegt jetzt gleich Besuch. Kriegt jetzt gleich was zu tun, so. Oh, hoffentlich funktioniert das. Hoffentlich vermassel ich das jetzt nicht. 21 km/h. Kilometer ernährt sich noch immer, was hervorragend ist. Wir uns auch, wir warten noch ein kleines bisschen, aber er müsste jetzt gleich in ziemlich perfekter Schussdistanz sein. So. Kilometer. Immer noch 21 km/h oder fährst du jetzt was anderes? Los! Versuchen wir es mal. Kommt auch relativ gut, der Torpedo. Sieht ganz stabil aus. Da fährt er. Verwupp dich. Gut, der kam eigentlich direkt an. Und hat auch da getroffen, wo er treffen sollte. Nice, wir bleiben, können direkt auf dem Kurs bleiben, weiter geht's. Dann direkt schneller dem anderen hinterher. Jetzt mal schauen, ob er schon direkt komplett voll läuft oder ob er sich dann nur irgendwo hinlegt. Falls er nicht direkt volllaufen sollte, dann gehen wir da auf jeden Fall einmal an Bord und gucken, was da noch so irgendwie los ist. So, wie sehen jetzt unsere Torpedos aus? 2T1er vorne. Irgendwas. Was funkt Latrobe?
Benjamin Halatrobe torpediert. Okay, er funkt auf jeden Fall um Hilfe. Blöde Petze. Ja, okay, aber kann man ja verstehen. So. Moonbeam. Benjamin Latrobe torpediert. Die Moonbeam, das ist diese Empire Moonbeam da vorne, ne? Ja, genau. So. Moonbeam. Er wird wahrscheinlich auch irgendwie... dann jetzt anfangen zu wedeln oder dergleichen. Und er wird auch relativ schnell fahren, heißt, bin ich mir nicht sicher, ob wir den jetzt überhaupt so einfach kriegen. So, diese Benjamin Latrobe, den werden wir auf jeden Fall einmal markieren für uns, dass wir die Kiste gleich wiederfinden. So. Und dieses andere Schiff da vorne, das wollen wir ja auch noch kriegen. Jetzt haben wir noch 10 Minuten in dem Clip. Pass mal auf, ich werde das, dieses Schiff werde ich mal einfach für nächste Folge lassen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Wir haben jetzt eine ganz schöne Verfolgungsjagd hinter uns. Irgendwie durch 3 Sektoren jetzt oder so. Das läuft schon ganz gut. Ja, dann hätten wir den zweiten Geleitzug auch aufgerieben. Tatsächlich sind allerdings immer noch in den Minenfeldern unterwegs. Heißt, bei den... Nee, nicht in den Minenfeldern, bei den südlichen Routen sind wir unterwegs. Müssen noch 3 Frachter kontrollieren, um diesen ersten Teil der Kampagne abzuschließen. So, das möchte ich auch noch machen. Und danach geht's sofort postwendend wieder zurück nach Hause. Ja, dass einem jetzt so viele... Kunden hier aufkommen. Das konnte natürlich jetzt gerade keiner wissen. Deswegen ist jetzt irgendwie spontan das gesamte Torpedomagazin schon leer. Aber so kommt es eben. Kommt eben, wie es kommen muss. Wir werden nur noch die zwei Versenkungen machen, dann 3 Schiffe kontrollieren und dann wäre es das mit dieser Mission jedenfalls gewesen. So, ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Weil das sind ja nicht gerade sichere Gewässer hier, wie man in den letzten Folgen immer so gesehen hat. Gut, dann darf ich mich fürs Zuschauen bedanken und wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Bleibt mir treu, empfehle mich weiter. Falls ihr Bock habt, mich zu abonnieren, unten auf die Glocke klicken. Ich habe nicht Zeit, jeden Tag etwas Neues hochzuladen. Das kriege ich so vom Ablauf her einfach nicht hin. Aber auf der Glocke werdet ihr alles mitkriegen. Bis demnächst. Tschüss.